Pippin! Was für eine Unvernunft. Sieh dich an. Du wirst immer kränker. In deinem Alter und in deinem Zustand solltest du nicht mehr reiten. Bertrada, du hättest mich begleiten sollen. Die Bäume stehen in voller Blüte. Komm. Einhard, schreib auf, was ich dir sage. Wir verfügen Kraft unseres königlichen Willens, dass unser Sohn Karl nie König werden soll. Aber Karl ist dein ältester Sohn. Pippin, dein Erstgeborener. Ja, gewiss, an Jahren vielleicht. Aber was hat er mit diesen Jahren getan? Er ist leichtfertig und unbedacht wie ein Kind, als ob er nicht erwachsen werden wollte. Die Königin glaubt, dass ich anfange, den Kopf zu verlieren. Sie versteht nichts. Und du, Einhard? Solange wir zusammen sind, hast du mir vertraut. Ich glaube, du hattest auch Grund dazu. Und heute fragst du deinen Schreiber um Rat? Ihr fränkischen Frauen kennt euren Einfluss auf uns. Was nicht schlimm ist, solange wir Männer genug Kraft haben. Aber du weißt, bald wird mich der Tod dahinraffen. Und ich muss an die Zeit nach mir denken. Glaubst du, dass du deinem Reich dienst, indem du Karl vorenthältst, was ihm zusteht? Es wird ihn aufrütteln. Er wird anfangen zu begreifen, dass ein Prinz kein gewöhnlicher Mann ist, der seine Tage mit allen denkbaren Ausschweifungen verbringt. Bringt uns zu trinken, Herr! Ja, bringt uns etwas zu trinken! Wein für alle! Setzt euch! Ja, ja. Ich sterbe vor Zeit. Auf die Gesundheit! Auf die Gesundheit! Also, wer von euch ist der Prinz? Sagt es ihr, wer ist der Prinz?